Hallo und willkommen, wir sind da auf der Infernal in Levada do Alecrim. Richtig, und jetzt zeigen wir euch die Levada und viel Spaß. Schon mal ganz schön aus hier. Schön gepflegt. Wie eine kleine Allee hier, eine Mini-Allee. Schön breite Levada. Ja, wie ihr gesehen habt, im Eingang sind mega viele Parkplätze, wo man sich aber hinstellen kann. Und hier kann man mehrere Levadas miteinander verbinden. Die Levada dos Riscos, da ist ein Wasserfall, ein riesengroßer. Der ist wunderschön. Machen wir ein paar Fotos rein jetzt von hinten, da waren wir ja schon mal. Dann die Levada 25 Fuentes, also die 25 Wasserquellen. Da ist auch, also es ist auch wunderschön zu laufen. Und man hat hier wunderschöne Aussichten überall. Blende euch mal ein paar Aussichten ein. Wahnsinn. Und jetzt gehen wir auf der Levada do Alecrim und da ist ein bisschen weniger Verkehr auf jeden Fall. Ne, Mama? Weniger Leute hier unterwegs. Ja. Naja, dann schauen wir mal. Wunderschön, ich weiß nicht, ob man das immer sieht mit den Wolken, die hier auch durchziehen oder dieser Nebel, diese Nebelwolken, Nebelfelder. Und die Levada ist wirklich heute, also wir haben jetzt Ende November, ja, der 25. oder 26. schon. Und das heißt, der Tourismus ist jetzt ein bisschen abgeflacht. Es sind nicht mehr so viele Leute jetzt da auf der Insel und man kann auch mal so eine berühmteren Levadas laufen. Ohne dass man da sich ja immer zu im Weg steht oder auseinander sich ausweichen muss und so weiter und so fort. Im Sommer haben wir ja mehr so Secret Levadas, sind wir da mehr gelaufen, weil die einfach komplett überfüllt sind. Das macht ja keinen Spaß. Weil wir haben unser eigenes Tempo, unser eigenes Rhythmus und den wollen wir auch halten. Ja, und deswegen haben wir uns jetzt, sag ich mal, die spätere Jahreszeit ausgesucht, um die zu laufen. Temperaturen sind top. Seht ihr, ich bin da im T-Shirt und kurze Hose. Meine Frau hat eine Jacke, aber sie ist aus Brasilien. Ich bin mir ein bisschen kalt. Ja, sie kommt. Aber wie eine Person so. Du kommst auch aus dem Amazonas, ne? Da ja, ist ein bisschen kalt für mich ist zu viel. Ich sag mal so, da ist ja, sind ja komplett andere Temperaturen, ne? Das ist ja 40 Grad Standard, ne, eigentlich. Ja, genau. Also wo wir mit da waren, oder wo ich auch zum Anfang allein da war, mal, da bin ich aus dem Flugzeug ausgestiegen und da habe ich gedacht, was ist hier los? Also ich komme vor auf dem Mars, Junge. Feucht ohne Ende, da war abends, da war noch immer Sonne, ne? Feucht, ne? Dann 30 Grad, einfach nachts noch oder so 28 Grad und ja, du hast schon geschwitzt, obwohl du gar nicht gemacht hast, also überall ist Wasser gelaufen und das ist so, ist sehr anderes. Das ist was anderes und wenn man jetzt, sag ich mal, da so wie hier die Temperaturen spürt, das finde ich einfach kalt schon, ne? Ja, für mich ein bisschen frisches Kalt. Ich sag mal so, in Brasilien, wenn die Sonne weggeht und da sind noch so, also da am Amazonas oder da in Tocantins, so heißt der Bundesstaat, wenn man da, sag ich mal, 28 Grad, 27 Grad hat, dann fangen die Leute an, sich eine Jacke und Pullover anzuziehen. Dann sag ich, was Leute, aber ich sage nicht von ganz Brasilien, ich bin von Norden von Brasilien. Ja. Norden ist mehr warm. Ja, ist mehr andere Region, andere Temperatur, andere Thema. Ja, Brasilien ist ja auch riesig, ja. Ne? Also das ist ja kein kleines Land, ne? Das ist ja enorm, ist ja enorm. Da bist du einfach, wenn du von hier in die Hauptstadt fährst, da bist du einfach mal zweieinhalb Tage mit dem Auto unterwegs, aber ohne Pause. Ne? Also kann man sich gar nicht vorstellen. Ein bisschen anders, ne? Aber heute sind wir auf der Levada, zeigen wir euch die mal. Sieht schon schön aus. Guck mal, hier hat man immer mal wieder so Felsen. Und wie gesagt, mit diesen Haaren oder wie dieses Moos, das sieht aus wie Haare, die von dem Baum da runterwachsen oder hängen bleiben.
Ah, das. Und der Geruch, man riecht jetzt wieder schon so richtig frisch, so rein richtig die Lunge, hat man das Gefühl. Oh, da vorne laufen ein paar. Bis jetzt die ersten Leute, die wir sehen da. Na gut, da die Sonne, Berge. Und da sieht man auch ein bisschen noch die Wolken oder der Nebel, wie der da durchzieht. Wunderschön. Die Strecke sind immer wieder so eine schöne Highlights fürs Auge. Sieht so geil aus. Also das muss ich schon sagen, von der Natur immer wieder atemberaubend. Man läuft hier lang und ja, man fühlt sich einfach, auch wenn man wieder in der Zeit der Dinosaurier wieder unterwegs ist. Das ist Wahnsinn. Kann euch nicht vorstellen, es ist wie so, es ist magisch, es ist wie eine Feenwald da, wirklich, sehr schön, mega schön. Ja, sag ich ja, wie ein Feenwald, weil man sagt dazu auch ein Fanal, also wenn wir jetzt noch weiter hochfahren, das ist so ein alter Lorbeerwald, das ist kein richtiger Wald, da stehen einfach Lorbeerbäume und die sind schon 1000 Jahre alt, so sagt man, ne? Kann man jetzt schwer feststellen, ob das wirklich so ist. Und der wird eben Feenwald genannt, weil Dieser, wie ich gesagt habe, dieses Moos, der an den Ästen hängt überall, das kommt ja durch diese Feuchtigkeit, durch diese Nebelfälle, die durchziehen. Und das sieht aus wie so Feenflügel und Feenstaub. Deswegen nennt man da den Wald oben Feenwald. Und das gibt so eine mystische, magische Atmosphäre immer, wenn man hier durchläuft. Das ist Wahnsinn. Aber ich würde mal gerne abends durchlaufen hier, wenn es nachts ist. Mit einer Taschenlampe so, das ist bestimmt so. Wie in Deutschland so Geisterjagd oder Schnitzeljagd, die wir damals in der Schule gemacht haben. Ne? Ja, in der Fall ein Gefühl. Nachtwanderung. Das ist bestimmt noch ein geiles Gefühl. So. Das müssen wir mal machen. Aber mit unserem kleinen Zuhause kann man ja nicht alleine zu Hause lassen. Das geht nicht. Aber das wäre noch so ein Ding. Sagen wir mal, in 5-6 Jahren hier mal nachts überall durchmarschieren. Bestimmt abenteuerlich. Bin mir nicht sicher, Leute, aber guckt euch mal diese Pflanzen an hier. Das sieht aus wie Heidekraut, ne? Einfach uraltes Heidekraut. Aber ich habe es noch nicht blühen sehen oder irgendwie was. Aber guckt mal. Ich würde sagen Heidekraut. Ich glaube nicht. Ich glaube nur die Blätter. Die sind ein bisschen ähnlich. Wie, aber die das Holz schon auch. Die Holz. Das verholzt ja nachher alles. Wer weiß, unten in den Kommentaren, da würde ich mich freuen. Weil das würde mich jetzt interessieren. Heidekraut ist kein Heidekraut. Das wäre schon cool zu wissen. Dann, was mir jetzt gerade noch durch den Kopf gegangen ist, habe ich jetzt vergessen. Bei uns ist immer so, wir informieren uns auch immer wenig über eine Nevada vorher, weil wir wollen die mit unseren eigenen Sinnen, unseren eigenen Augen, ja, so unser eigenes Bild von machen. Wenn man schon immer alles liest über die Nevada, was ist, was gibt's da, Wasserfälle, dies, das oder jenes, dann, ja, dann hat man ja schon gesehen, so gesehen im geistigen Auge ja schon mal gesehen und das ist nicht mehr so cool, als wenn man geil, oder das eben mit eigenen Augen so erforscht oder entdeckt. Deswegen schauen wir mal, wie sind die Koordinaten, wie kommt man hin und das war's schon. Ne? Ja, und bis jetzt sind wir sehr begeistert. Guck mal, da sind auch wie eine Mamauung da, ne? Die Pflanze? Parece, ne? Ja. Wie eine Mamauung-Pflanze, aber ich glaube nicht, nur die Blätter. Nur die Blätter, ne? Ja. Ich zeige euch mal. Nein. Mama und Pflanze gibt keine Äste, so nur eine ganze. Ja, stimmt. Nein, ist keine. Ich blende mal einen Mamau ein. Jetzt, dann seht ihr das mal. Kann man schon verwechseln, oder? Guckt euch mal diese schöne Aussicht an. Jetzt klart es langsam auf. Man sieht da die Wolken noch stehen. Schon cool. Wie bergig das auch da ist. Da muss auch gleich hochklettern, wa, mir mal. Ja. Aber kein Problem. Gut. Also das ist wirklich ein wunderschöner Wanderweg, muss ich sagen. Ja, wie ihr gesehen habt, hier muss man wirklich auf den Köpfe ein bisschen aufpassen. Und wenn man jetzt da nebenbei mal filmt oder so, oder ja, am Quatschen ist und mal rüber guckt,
Rucksack hat man so einen, ja, so einen Ast vorm Kopf. Dann geht man mal schnell schlafen hier eine Runde, glaube ich. Das muss ich sein. Man sieht hier auch immer mal wieder junges Publikum, die sich wirklich für Natur interessieren und so. Und da sieht man immer mehr. Das freut mich natürlich, dass auch die jüngeren Generationen das so zu schätzen wissen hier. Ich ziehe mich jetzt auch nicht so vom alten Eisen. Ich bin auch noch immer eine mittlere Generation. Mein Sohn denkt, ich bin schon ein alter Sack. Ne? Aber das ist so, wo ich früher so alt war, 7, 8 Jahre, dann denkt man schon, Mama und Papa ist schon ein bisschen älter. Ne? Und Oma und Opa ist uralt. Ne? Aber wenn man dann im Alter von Mama und Papa ist, dann ist man ja trotzdem noch jung, frisch, aktiv. Aber eben für die jüngeren Generationen sind wir schon alte Eisen. Ja, ich merke mir junge aus. Ja, ne? Ja. Ah, das ist klar, man fühlt sich immer im Kopf, also man ist immer so alt, wie man sich im Kopf fühlt. Ne? Und wir Männer haben ja zum Glück so ein Kindheitssyndrom, sag ich mal, oder so. Man sagt ja, Männer bleiben immer Kinder. Und dort fühle ich mich genauso. Bei mir ist das auch so. Also ich spiele auch noch gern. Wenn der Kleine kommt mit Lego und so Sachen, dann macht mir auch noch Spaß. Oder Computer. Games sowieso, ne? Videogames und so Sachen. Ja, das hält jung. Ne? Und vor allem frisch im Kopf. Seid doch mal ehrlich, ne? Früher, alle haben gesagt, so ein Handy, ja, was soll der Quatsch, so, dat. Heute, die alten Generation oder die ältere Generation, die kennen sich genauso gut aus wie die Jungen schon. Facebook rein, da, dies, jenes, liken. Oder hier unsere YouTube-Videos finden und so weiter, ne? Und dann hält doch frisch im Kopf. Technik und so Sachen, wenn man den Kopf immer wieder benutzt, hält frisch. Wenn man das zum Beispiel nicht hat, ja, dann kalkt man halt schnell ein, ne? Und dann ist man nachher im Alter leider nicht mehr so aufnahmefähig oder lernfähig. Und kommt nachher auch zu Alzheimer und so Sachen, glaube ich, ja? Weiß ich nicht, ob das damit zusammenhängen könnte, aber für mich wäre das logisch, ne? Ja. Ja. Aber deswegen, immer frisch bleiben und die Natur genießen, wandern, aktiv sein, ne? Muss ich ja uns im Dachraum nicht sagen. Da sind ja alle am Start immer. Aber wenn man in andere Länder guckt, zum Beispiel auch in Brasilien, da, wenn die Leute nachher, sag ich mal, die 50 erreichen, 55, 60, da wird sich weniger bewegt oder weniger reisen gegangen, oder? Ja, leider. Ne? Leider. Leider ist so, ist nicht so viel aktiv. Nicht mehr so aktiv, ja. Denn, ne? Und dadurch, ja, ich will nicht sagen, kalken die ein, aber ja, der Körper fängt an zu rosten. Man sagt ja, wer rastet, der rostet. Ne? Darum immer raus, immer ja, die Natur genießen. Und wenn man dann noch so eine Bilder hat dazu, macht es umso mehr Spaß. Ja, also wer wirklich naturaktiv ist, also Naturliebhaber ist und freundlich, ne, und aktiv da am Start ist. Da ist der perfekte Ort. Zum Ferienmachen. Genau. Ich kann nur sagen, Madeira! Ja, das ist unsere Meinung so. Und zum Leben haben wir ja schon ein ausführliches Video gemacht jetzt. Ne? Was da die Vorteile und Nachteile sind zum Auswandern, könnt ihr mal reingucken, wenn ihr Interesse habt. Und aber sonst ist das wirklich wunderschön da. Ja, ich gebe euch nochmal schnell ein paar Infos. Also die Levada heißt ja Alegrin, Levada Alegrin. Und das heißt, also Alegrin ist eigentlich Rosmarin, ne? Übersetzt. Rosmarin habe ich jetzt noch nicht wachsen sehen hier, aber wie meine Frau schon sagt, Levada dos 25 Quellen oder Fuentes, hat ja auch keine 25 Quellen. Manchmal ist es so, ne? Wir haben ja gezählt und die Wichtel waren nicht gezählt. 25. Ja. Na, waren weniger, also. Aber ja, trotzdem, die Levada ist ungefähr 6,5 Kilometer lang. Schauen wir mal, ob die wirklich 6,5 Kilometer ist. Wie gesagt, die Uhr haben wir ja wieder mit. Und dann lass uns mal überraschen. Sind wir am ersten Highlight. Das ist doch ein schöner Platz, wa? Ich habe euch gerade mal
so kleinen Shortcuts reingeschnitten. Und da ist auch der erste Canyon-Abstieg, sag ich mal. Ich würde gerne mal wissen, wie tief ist, ob man da auch reinspringen kann. Und da sieht man, da ist so ein Haken eingelassen hier im Stein. Da kann man sein Sicherheitsgurt oder sein Geschirr anlegen und sein Seil. Und dann kann man sich da abseilen, nach unten. Ja, guckt euch mal da den Baum an, wie da die Fäden da langgezogen werden oder diese Moosfäden. Ey, spektakulär, muss ich sagen. Spektakulär. Und jetzt gehen wir da hoch. Da ist auch ein Wasserfall. Und wenn zu den Wasserfall kommen, muss man hier ein bisschen, ja, so einen kleinen versteckten Weg gehen, der auch ein bisschen rutschig und matschig ist, wie man sieht. Und hier auch ein bisschen über das Wasser überall rüber steigen. Ja. Aber ich denke mal, wenn man das da schon hinten sieht, lohnt sich das doch mal. Hä? Aber hier kann man schön überall so raufsteigen. Einzige Problem ist, dass die ein bisschen rutschig sind, die Steine. Ja, da haben wir es gesehen. Alles gut, ne? Mal gucken, was das zukommt.